Ja, servus beieinander. Heute eine Frage von Mais. Und zwar, wie ernährt man sich eigentlich oder wie ernähre ich mich eigentlich jetzt auch vorbei noch vor dem Ironman? Als erstes vorweg, Mais, servus. Hab mich total gefreut, dass du dich gerührt hast bei mir. Ich hoffe, dir geht's gut. Meld dich so auch wieder einmal. Aber jetzt zur Frage. Ich mach's wieder so wie gestern. Ich filme jetzt da einfach nach vorne. Genau. Da könnt ihr auch ein bisschen mitschauen, bevor du bloß einmal mein Gesicht siehst. Das ist auch nicht so interessant. Das übrigens ist jetzt der Palani Road. Da gehen wir jetzt im Supermarkt dafür zum Einkaufen. Das ist da, das machen wir beim Laufen zweimal und beim Radlfahren zweimal. So ein bisschen so eine Key-Session da drauf. Genau. Also ernährungsmäßig ist klar, also vor dem Ironman die letzten zwei Tage natürlich schon total wettkampfbewusst und keine Experimente mehr. Leicht verdauliche Sachen, Kohlenhydratlastig und aber auch nicht zu viel, weil ich meine, man macht ja nicht mehr viel, da braucht man nicht zu viel Energie. Aber ansonsten jetzt, was man oder was ich jetzt vor Wochen jetzt noch ist, also ich darf mich gerne so ernähren wie zu Hause auch. Also eigentlich immer sehr Gemüse, Frucht, salatlastig, ein bisschen Fleisch, Käse, aber nicht so viel. Also eigentlich mehr wirklich Gemüse. So mache ich es eigentlich daheim. Vorher eigentlich ziemlich gut. Darf ich da auch gerne so machen, aber ist leider nicht so. Ich meine, du warst ja selber auch schon in Amerika, hast da auch schon gelebt. Du warst ja selber, ich meine, ne, sagt man da sowas zum Beispiel wieder. Fastfood, also wer Fastfood gern mag, ist da gut aufgekommen. Macht halt wirklich keine gute Leistung nicht. Also, wir machen es jetzt so: wir gehen jetzt zum Supermarkt dafür, kaufen ein bisschen Obst und ja, sag ich mal, ein bisschen Brot und isst man da so ein paar normale Sachen, aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich nicht so ernähren, wie es daheim gerne hätte. Aber ich sehe es dann selber, wenn wir einkaufen, schalt die Kamera wieder ein, dann kannst du deinen Einkaufswagen reinschauen, wo alles drin liegt. Aber klar, ich hätte jetzt natürlich auch ein Apartment nehmen können mit Küche und hätte mir selber kochen können. Aber wollte ich nicht, ich meine, ich will ja ein bisschen Urlaub auch machen, jetzt, von dem her gesehen habe ich ein ganz normales Hotel und muss ich da ein paar Abstriche in die Ernährung machen. Okay, also wir sehen uns gleich im Supermarkt im Einkaufswagen. Also mein Servus, also jetzt haben wir eingekauft. Sechste, ich bin schon im Supermarkt Outfit, also mit Jacke und Mütze, das ist der Fresser herin. Also wie ich gesagt habe, ne, alles sehr biologisch und sehr salatlastig. Also ein Gockel leisten wir uns heute. 2 Kilo Gockel, dann ein bisschen Salat, Papaya, Ananas. Und Trägenfrucht, da bin ich ja gespannt, die freue ich mich total. Orangen, Bananen, ein Becken Brot, ein bisschen Joghurt und zurück hat sich noch ein Proteindrink gekauft. Ah, Nüsse haben wir auch gekauft, wunderbar. Also, Einkauf beendet. Ding haben wir noch gekauft, ein Mangobrot haben wir noch gekauft. Silvia, du kannst schon weitergeben, das geben wir nicht mehr. Ein Mangobrot haben wir noch gekauft und Ketchup war natürlich, glaube ich, haben wir davor nicht gesehen. Ne? Ich sag, das ist jetzt der Salat, den ist jetzt beim Heimgehen und dann essen wir die 2 Kilo Gockel. Und dann bin ich auch gespannt und den wecken Brot. Und als Nachspeise ist Obst. Und dann bin ich auch gespannt, weil dann gehen wir jetzt noch zum Schwimmen ins Aquatic Center. Da bin ich gespannt, wie es uns dann geht, wenn der Gockel im Mund drin liegt. Nein, aber hilft ja nicht. Wie muss ich durchfretten. Also, ich hoffe mal, das hat jetzt die Frage beantwortet, was man. Oder was ich die 14 Tage davor so ist, es läuft ungefähr genauso. Ich jetzt auch genau, was ich noch vergessen habe, was ich mir wirklich brutal ernähre, ist natürlich Kaffee wieder heim auch in rauen Mengen. Da gibt es ja den Kona-Kaffee, da was immer heißt, der weltbeste Kaffee und so weiter und so fort. Geh nicht so nachher. Okay, also ich finde jetzt zum Beispiel jetzt ein deutscher Kaffee, oder was ich aus Dolmayr, ich finde das schon sehr gut. Also der ist da auch nicht schlecht, aber ich darf nicht sagen, dass der besser ist. Oder italienischer Espresso. Aber ist ja wurscht, sie sagen, es ist der beste. Und den trinke ich natürlich in rauen Mengen, den brauche ich, sonst komme ich nicht in den Schwung. Also wie gesagt, das ist auch noch bei der Ernährung dabei. Und ansonsten natürlich von der Karos NTF-Pulverzeug beim Radlfahren, ganz klar. Sonst kommst du da nicht rum. Ne? Also in diesem Sinne, sollte noch irgendwas sein, sollte noch irgendwas zur Ernährung sagen müssen, dann schreibst du mir einfach nochmal an die Community. Nächsten Tag live im Fernsehen. Ne? Okay. Kochkuchen. Ja. Das ist ein Sellerie. Das war total super. Das ist voll frisch und total wässrig. Also super geil. Muss ich echt sagen, muss ich echt mal probieren. Also jetzt. Schön aus.